Hey ho, Tubies! Hier ist wieder Vagant mit einem neuen Unboxing-Video. Und jetzt habe ich ihn endlich gekriegt aus Japan. Diesmal von einem anderen Händler als sonst. Das hat auch deswegen dreimal so lange gedauert. Und ich bin gerade vom Zoll zurück. Und das ist hier in Hamburg wirklich die Hölle. Ich musste alleine, um da ranzukommen, nochmal 7 Euro bezahlen an Mehrwertsteuer. 19%, die ich nachzahlen musste. Und dann nochmal 6,90 € um mich da hin und zurück zu befördern. Ich habe mir eine Tageskarte geholt, ein 9 Uhr Tagesticket nennt man das bei uns. Oh, und bin gerade zurück. Und ich bin froh, dass ich das Teil endlich habe. Also mit den Porto-Kosten, also ich ziehe mich da mit dem Porto dazu. Porto für mich und Tax, sind das nochmal knapp. Da sagen wir mal 7, 14 Euro dazu. Sagen wir mal 15 Euro, runden wir mal auf. Plus 37 Euro hat das Modell gekostet. Den macht schon ein bisschen was. So, jetzt aber mal auspacken, mal reingucken. Der Karton ist übrigens ein bisschen dicker als sonst. Die Kartongröße ist bei denen irgendwie immer gleich. Da ist ja eben auch alles am Computer erstellt, ne? Die Gussrahmen und so. Ja, erstes Päckchen. Erstes Päckchen, mir ist gerade die Tastatur runtergeknallt. Ich hoffe, das läuft noch. Ja, irgendwie ist es hier glatt. Ich muss mal das wieder dreckig werden lassen, Mann. Zwei Gussrahmen. Übereinander ein bisschen mehr Licht. Ja, viele weiße Teile und von dem Speeder. Ach so, ich habe ja gar nicht gesagt, was das überhaupt ist, ne? Das ist ein Maßstab 1 zu 12 der Scout Trooper, der mit dem geilen Helm. Und ein Speederbike von Star Wars. Da freue ich mich so besonders drauf, weil es gibt so einen T-Bausatz, den ich auch mal gebaut habe. Der ist zwar nicht schlecht, aber das hier schöner. So, und Maßstab 1 zu 12, wie gesagt, von Bandai. Ja, zweite Seite, Sitz, der Sitz. Die Packtasche für Speederbike. Auch hier wieder alles zum Klippen. Und wahrscheinlich wieder makellos verarbeitet, also gegossen. Hier hinten sind die Klappen und die kann man geschlossen und geöffnet darstellen. Offen für den Flug und geschlossen, wenn er steht. Also ich stelle ihn natürlich im Flug dar mit dem Scout oben drauf. Deswegen müssen die offen sein, die Klappen. Mit der Bemalung auch hier, ich werde ihn erst zusammenbauen. Und später dann irgendwann, wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann kommen die mit in die Airbrush-Kabine, die Modelle und werden grundiert und so. Aber das ist erstmal nicht wichtig. Wichtig ist erst, dass man sie zu bauen kann. Ich habe andere Projekte, die sind erstmal wichtiger. Hier sind halt ein paar schwarze Parts, also das sind welche, so wie Beine und also die Gelenke, die sind ja immer mit schwarzen Klamotten. Zumindest da so. Da, ach ja, und die Gelenke sind da auch noch drin, diese Gummiteile, die ganzen. Gleich zwei Bögen, da ist ein bisschen mehr drin. Jetzt Speederbike-Bauteile. Oh. Die Farbe stimmt eigentlich schon, das Braun. Jo, mittendrin. Es hat gerade an der Tür geklingelt. Da musste ich mal kurz abbrechen. Das sieht dann wahrscheinlich so nicht so aus, wenn ich das jetzt mache, aber musste ich. Ja, Speederbike ist sehr, sehr geil. Ja, die Armaturen müssen natürlich angemalt werden. Hier sind zwar überall ein paar Deckels und im ersten. Ja, hier waren die Aufkleber drin. Das tue ich aber dem nicht an, weil das wird einfach übergeklebt über diese erhabenen Sachen. Tja, und das sieht dann völlig gacke aus. Also das muss schon angemalt werden. So, letzter Beutel ist die große Base. Die ist cool. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll. Ich glaube, ich werde sie einfach trocken bürsten mit Grün und Moos und ein bisschen Sand drauf streuen oder so. Und hier ist Holz und Speederbike-Teile. Ich weiß gar nicht, wie lang das Teil wird. Speederbike? Steht da irgendwas? Nö. Von der Größe weiß ich das leider nicht. Das würden wir sehen, wenn's denn soweit ist. Die Anleitung ist diesmal ein Heft geklammert. Oh, glaube ich ja gar nicht. Ich pack das erstmal ein hier, damit ich die Anleitung zeigen kann. Umgekehrt wieder zurück vom Tisch. Tja, ich habe aber noch hier was liegen, was ich auch noch nicht ausgepackt habe. Ich habe den Sturmtrooper noch.
Ich weiß gar nicht, ob ich den ausboxen, ja genau, anpacken, so auspacken, scheiße, auspacken soll, weil ich habe den Sandtrooper ja schon gebaut und ausgepackt und eigentlich ist das so ziemlich das Gleiche. Naja, ich werde das trotzdem machen. So, nun ein richtiges kleines Heftchen, was ich persönlich viel besser finde als dieses auseinandergefaltete Zeug. Das könnten die auch mit weniger Seiten machen. Na, zuerst fangen sie hier an mit dem Scout, also mit dem Trooper und ja. Also die Bauschritte sind wieder sehr gut gemacht. Also immer Stammbaugruppen, einmal ein Bein und hier die Unterhose, wollte ich gerade sagen. Der Unterbereich vom Becken und hier wieder ein Bein, die Taschen. Alles schön nacheinander, übersichtlich. Finde ich gut. Die Base in dem Fall brauche ich wohl eher nicht, die normale Standardbase, die hier ist. Der Scout-Truppe lässt sich bestimmt gut zusammenbauen und der sieht halt auch ziemlich geil aus. So, Speederbike. Das Speederbike, da fangen sie gleich mit dem Vorderteil hier an. Das ist echt Hammer, das Teil. Mann, oh Mann, oh Mann. Sowas müsste es in echt geben. Dann würde es auch mehr Unfalltote geben, folglich weniger Menschen und dann wäre die Luft draußen besser. Nee, ein Witz. Aber die Speederbikes sind echt bei Star Wars mit das geilste Gefährt überhaupt. Ja, Speederbike. Noch mehr Speederbike. Also natürlich deutlich weniger Teil als bei den Y-Wing. Das Gefährt, das hatte ja alles, naja, ziemlich viel halt. Jo, nun Speederbike. Oh, ist das geil. Also irgendwie reizt mich das. Vielleicht baue ich heute noch das Speederbike zusammen ohne die Figur und stelle das schon mal hin. Ich stehe so auf Fahrzeuge. Und das Ding macht süchtig. Und auf der letzten Seite Farbabbildung. Und damit auch Bemaltipps im Prinzip, weil man hier so ein bisschen sieht, was man aus dem Speederbike rausholen könnte. Mit Airbrush natürlich sind hier viele Sachen gemacht bei dem Fotokram. Es geht natürlich auch mit dem Pinsel, wenn man das ein bisschen mit Dreibrush macht. Das kriegt man fast genauso hin. Ja, Farben. Hier unten sind die Farben, die man dann dazu kaufen müsste oder sollte. Die passen schon in eine Schrift, die man natürlich nicht lesen kann. Also ich zumindest nicht. Hier steht zum Beispiel 60% und 40% und da kommt irgendwie der Braunton raus. Und das ist der vom Bike. Und jetzt die Frage natürlich, was bedeutet das? Ich kann das nicht in Translator eingeben und naja. Die nächste Farbe, 70, 30, das ist das gleiche Problem. Und die restlichen, die haben alle 100%. Also, blöd. Ah, egal. Da findet sich schon irgendwo ein Forum, wo da was dazu steht. Ja, das war denn das Unboxing von meinem teuren. Also, das ist der teuerste von den Bausätzen bisher. Der C3PO, der war am zweiteuersten. Der hat auch, ich glaube, 26 € oder sowas gekostet. Der war dann schon ein bisschen teurer und die anderen Modelle liegen immer so bei um die 20 € rum mit Porto. Das war immer sehr gut. Ja, das letzte Unboxing, was ich machen werde von den Star Wars Bandai Figuren in Maßstab 1 zu 12, wird der Boba Fett sein, wenn er da ist. Den werden hier die meisten in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr bekommen haben, den Boba Fett, weil der nur ganz kurzzeitig da war in der Vorbestellung. Und dann hat Walt Disney ja das verboten, dass diese verfügbaren Modelle aus Japan exportiert werden. Und nur noch die, die es schon vorbestellt hatten und bezahlt hatten, die kriegen noch den Boba Fett. Und ja, da zähle ich zum Glück noch mit zu den Glücklichen. Und weil ich gierig nach den Dingern war, habe ich gleich, als ich den gesehen habe, den Boba Fett sofort auf Bestellen gedrückt und bezahlt. Ja. Der Boba Fett ist auf dem Weg, kommt wahrscheinlich diese Woche. Der ist schon etwas länger auf dem Weg. Und ich hoffe mal, weil der nämlich auch ein bisschen teurer ist, das ist so wie beim C3PO in dem Segment, liegt auch so zwischen 26 und 30 €. Oh, ich hoffe nicht, dass ich deswegen schon wieder zum Zollen muss, dann kriege ich aber ein Rad. Das ist ein Raster, wollte ich gerade sagen. Das wäre nicht schön. Aber selbst das müsste ich dann wieder über mich ergehen lassen. Oh, ich möchte gar nicht drüber nachdenken. So, wenn euch das kleine Unboxing gefallen hat und das Gelaber von mir, Entschuldigung, manchmal rede ich ein bisschen viel, dann freue ich mich über einen erhobenen Daumen
Und vielleicht habt ihr auch noch was für die Comments, was ihr schreiben könnt. Ich freue mich über jeden Bericht. Über jeden Bericht. Ich bin nicht bei mir im Forum. Ich freue mich über jeden Post, den ich lesen kann und wo ich vielleicht auch drauf reagieren kann. Und ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr euch freut, den zusammenbauen, den nehme ich wieder auf. Und ja, der nächste kommt bestimmt. Also, bis dann. Euer Vagant. Ciao.